So, wir haben neue Farben, beziehungsweise Yamaha hat neue Farben und wir stehen jetzt hier bei einem der Klassiker, nämlich beim Recording Custom. Und wie heißt die Farbe denn, Wolfgang? Es ist Antique Sunburst, was wir hier sehen. Da drüben das Deep Blue, die beiden Finishes gab es früher schon mal, sind eigentlich wieder aufgelegt. Wir haben es die letzten Jahre so gemacht, dass wir einmal zur Frankfurter Messe vorkonfigurierte Sets auf den Markt gebracht haben mit Finishes, die es früher mal gab in Recording Custom. Wir haben es diesmal anders gemacht und sagen, wir bieten jetzt diese beiden Finishes standardmäßig als Wiederauflage an. Du kannst also auch, wie wir es hier jetzt aufgebaut haben, ruhig eine 26 Zoll große Bassdrum bekommen. Die ist schön kurz, ne? Das ist 14 Zoll tief, aber 26 im Durchmesser, also schon so ein Männerteil irgendwie. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Wie gesagt, bei den beiden Finishes gibt es alle Größen, die wir für Recording Custom anbieten, eben jetzt auch. Ich glaube, ab Lager haben wir es ab Ende April. Kannst du einfach sagen, was du haben willst und du kriegst es. Ja, klingt auch gut und ich sehe schon, es ist auch hier Made in Japan, das heißt Instrumentenbaukunst, ja, da wo sie ursprünglich auch herkommt von Yamaha. Und wir gehen mal rüber zum anderen Finish, das schauen wir uns natürlich auch noch an. Sieht man schon auch von Weitem. Und das ist jetzt mal ein Beispiel für eine genau gegenteilige Konfiguration bei der Bassdrum, nämlich geht es ein bisschen in Richtung Hipkick fast schon, oder? Ja, das ist so ein bisschen hier das Weckel-Setup, was wir versucht haben mal nachzubauen. Der baut manchmal immer seine 22er Bassdrum, dann 10, 12, 14, 16 und eine 18er ganz an die Seite gestellt, die er dann so ab und zu nochmal mitspielt. Aber wie gesagt, uns ging es hauptsächlich darum zu zeigen, man kann jetzt bei den Recording Customs wirklich auch alle Größen, die wir normal bei Recording Custom anbieten, als Einzeltrommeln bekommen. Und ich glaube, so die Resonanz der ersten paar Stunden, die wir jetzt hier von der Messe haben, ist ganz gut, weil viele Leute haben genau auf diese beiden Finishes auch wieder gewartet. Und Recording Custom ist einfach eine Legende im Drum-Bereich. Also jeder kennt es irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Man hat es ja nicht umsonst auch in vielen Studios stehen, weil der Name sagt es ja schon. Dafür ist es auch gemacht. Und die Farben, einmal recht klassisch, einfarbig, Unilack. Und das sind natürlich keine Furniere, sondern das sind wirklich Lacke. Das sind Lacke und Yamaha macht ja nun alles Mögliche, wie ihr alle wisst. Und Recording Custom ist die Serie, wo eigentlich zum ersten Mal dann die Lacke aus der Pianofabrik dann auch am Trommelbau verwendet wurden. Also es ist wirklich auch eine sehr aufwendige Lackierung, die wir betreiben. Ja, und dann gucken wir uns vielleicht nochmal gerade auf der anderen Seite, wo wir jetzt gerade stehen, ein paar Sparkly-Sachen an.